Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Toffi steht gerade hinter mir mit Halfter und Sattel. Und wir gehen jetzt ausreiten. Ja, weil auf Instagram habe ich abstimmen lassen, mit wem ich ein Video drehen soll. Und Toffi hat gewonnen. Also entweder mit Toffi oder mit Lex. Lex steht gerade da. Der ist gerade auf der Koppel. Und ja, deswegen kommt heute ein Video mit Toffi. Und ja, ich habe auch abstimmen lassen, ob ich mit Trense ohne Sattel reiten soll. Aber ja, jetzt reite ich so, weil ja, das hat halt gewonnen, sage ich mal. Und ja, jetzt werden wir losgehen. Ich habe sie auch gerade, wie ihr seht, fertig gemacht. Und jetzt können wir losgehen. Und meine Katze will mit. Ja. Die Katze muss schon runtergehen. Ich muss jetzt erstmal die Bügel runter machen. Ja. Nein, nicht auf den Sattel. Lila. Komm. Aua, nicht beißen. Die will nicht runter. Katze. Soll ich dir helfen? Die beißt nicht. Nein. Oh, Katze. Digga. Komm, die beißt. Ich beiß. Steige ich auf. Jetzt tragen wir mal an. Ich mal aussitzen. Komm mal sehen. Das ist heute voll nett.
Riesenleiter. So, wir reiten jetzt wieder ein bisschen Schritt. Übrigens würde ich meinen Steigkurs nehmen. Am Donnerstag. Donnerstag oder Dienstag eingefettet. Und ja, jetzt sieht es ja auch wieder viel besser, wenn ich davor anfange, das zu reißen. Ja. Trense sollte ich auch langsam mal wieder einfetten. Mach ich im Winter, fette ich die dann ein. Fette die im Winter und im Sommer ein. Und Amy's Trense habe ich auch eingefettet, weil die noch gar nicht eingefettet war dieses Jahr. Ja. So, jetzt tun wir wieder aussitzen. Weil heute ist mir ein bisschen anders geritten. Den Weg habe ich euch, glaube ich, noch nie mitgenommen. Weil wir sind jetzt andersrum in den Wald reingeritten. Dort, wo zwei Baumstämme liegen. Und jetzt kommt zuerst der große. Aber der ist noch weit weg. Ist nicht kalt. Nö. Und da kommt ja noch was ein. Jetzt galoppieren wir mal an, weil da hinten ist schon ein riesen Baumstamm. Galopp! Nein! Super! Die Bügel sind ein bisschen zu lang zum Springen, aber egal. Galoppiert jetzt einfach weiter, weil da hinten ist schon der kleine. Ja, aber den packen wir eigentlich auch im Trab. Easy. Jetzt reiten wir genau andersrum wieder zurück, weil eigentlich reiten wir immer andersrum rein in den Wald. Jetzt reiten wir mal andersrum raus. Habe ich euch noch nie mitgenommen. Ich tue gerade auch die ganze Zeit aussitzen, fragt mich nicht warum. Ich sollte mal die Bügel mal ein bisschen kürzer machen. Ja, moin. Super! So, wir sind jetzt auch gleich wieder daheim. Ja, schon, wir sind wieder auf der Straße. Und ja. Komm, Mäuschen. Sie war super lieb. So lieb war sie, glaube ich, noch nie bei Ausdrücken. Also, sie war echt heute brav. Voll niedlich. Ja, heute Nachmittag gerade ich noch den Lex. Super faul wieder. Ich kann auch raus aus dem Bügel. Guck mal, ich muss schon so antreiben. Früher könnte ich einfach so machen. Aber ich bin jetzt schon viel zu groß. Komm, Mäuschen. Brrrr.
jetzt ist oben. Übrigens, diese Schlaufe hier mache ich auch immer dadurch, weil sonst steht die ganze Zeit so ab und dann beim Reiten nervt es und so steht die dann beim Reiten nach unten. Deswegen mache ich die da auch immer durch. Und jetzt gehen wir mal wieder in die Stallgasse und dann mache ich sie fertig. So, wir sind jetzt wieder in der Stallgasse und jetzt fertig ich sie ab. Ich habe gerade lange angebunden. Aber es ist eh super lieb. Von dem her. Ein kleines Schöpfchen. Schnitzel, ich komm nicht hoch. Ja. Die ist so süß. Und so klein. Ja, eigentlich bin ich auch viel zu groß für sie. Aber egal. Kleine. So, jetzt ziehe ich aber noch das Fett aus. Und das ist gerade die Box draußen. Hinter uns ist direkt der Fuß. Komm, ich nehme die Karte so mit. Ist fertig. Ja. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Und vergesst nicht, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Wir heißen dort Maike und Toffifee. Ciao!